Hi. So, heute habe ich eine ganz aktuelle Message. Das geht an eine Kundin von mir. Wenn die das Video sieht, wird sie sich angesprochen fühlen, hoffentlich. Aber es geht auch an alle anderen, die ein Problem damit haben. Und zwar geht es um Unsicherheit beim Pferd, auf dem Pferd. So. Wenn du vielleicht zu denen gehören solltest, die sagen, ich habe, was weiß ich, in einer bestimmten Gangart oder mit einem bestimmten Manöver, mit einer bestimmten Lektion, habe ich eine Anspannung in mir. Und ich fühle mich total unsicher. Und dann fängst du vielleicht an, dich immer wieder zu bremsen. Und das führt dann dazu, dass es mit deinem Pferd sehr, sehr unrund wird. Weil dein Pferd antizipiert natürlich immer diese Unterbrechung und macht das nachher selber. Und dann wird es richtig unrund. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Wenn du in so einer Situation bist, wirst du genau wissen, wovon ich rede. Und wenn du in so einer Situation hängst und dir immer sagst, ach, verdammt nochmal, ich fühle mich so unsicher, dann gibt es hier, und das habe ich heute auch meiner Kundin gesagt, es gibt zwei Optionen. Du kannst entweder sagen, ich arbeite jetzt so hart an mir, dass ich mich total sicher fühle, dass ich vor Sicherheit nur so strotze, dass ich so viel Kraft kriege, dass ich immer dieses Gefühl von Sicherheit habe. Option 1. Option 2, und das ist aber eigentlich die bessere, weil die nimmt viel mehr Druck raus. Ich lerne, mir die Unsicherheit, die sich nicht immer toll anfühlt, zugegeben, mit der lerne ich zu leben. Macht das Leben viel spannender. Also das heißt, ich lasse auch, Unsicherheit kann auch heißen Abenteuer, kann auch heißen neue Erfahrungen, was ganz Aufregendes, Tolles, Schönes. Das muss ja nicht immer negativ sein. Unsicherheit kann auch was Tolles sein. Das heißt, ich erlaube der Unsicherheit da zu sein und sage, ich möchte lernen, mit der Unsicherheit zu leben, damit klarzukommen und sie zu lieben sogar. Das ist also der Weg. Und wie gesagt, du kannst auch versuchen, den anderen Weg zu gehen, aber der ist mit sehr viel, extrem viel Disziplin verbunden und auch mit wenig Freude. Das sage ich dir direkt. Du wirst nicht viel Freude haben, diesen Weg zu gehen. Aber wenn du dir sagst, ich sage jetzt mal übertrieben oder im übertragenen Sinne, ich lerne die Wellen zu reiten, dann ist das eigentlich viel cooler am Ende, wenn du dann dieses Selbstbewusstsein hast, dass du weißt, du kannst es handeln, egal was kommt. Und das ist auch mein Tipp für dich. Wenn du mit Unsicherheit zu tun hast, lerne sie zu lieben. Und mach weiter, obwohl du dich unsicher fühlst. Und warte nicht darauf, dass du diese totale Sicherheit hast, weil die gibt es nicht im Leben. Die gibt es nicht. Also egal wo. Mit Pferden gibt es sie sowieso nicht, mit Hunden nicht, am Arbeitsplatz nicht, in der Partnerschaft nicht. Die gibt es nicht. Also versuch auch nicht, das total Perfekte, was auch immer, dieses Nicht-Vorhandene zu jagen. Das wirst du nicht finden. Probier's doch mal aus.